Willkommen bei diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und heute geht es um das Huawei Mate 20 Lite. Ja, wir haben noch nicht die Pro oder die normale Version des Mate 20 erhalten, aber das Lite-Modell liegt jetzt seit ein paar Tagen bei mir auf dem Tisch. Ich habe es seit ein paar Tagen getestet, habe es im Alltag genutzt, Fotos gemacht und so weiter und so fort und konnte mir bereits einen ersten Eindruck vom Lite-Modell machen, bevor dann am 16. Oktober in London die neuen Flaggschiffe offiziell vorgestellt werden. Also man handhabt das so ein bisschen wie im letzten Jahr. Das Lite-Modell hat ehrlich gesagt nicht viel mit den Flaggschiffen zu tun. Es ist mehr ein typisches Mittelklasse-Smartphone, welches den Namen und so ein bisschen das Design der kommenden Mate-Modelle trägt. Aber es ist jetzt nicht unbedingt als Flaggschiff einzuordnen. Es ist ein Mittelklasse-Smartphone. Genauso habe ich es auch behandelt. Es ist kein Flaggschiff, aber ich habe mir einen kleinen Eindruck dazu gemacht. Und falls euch dieser interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht es los. Fangen wir mit dem Design und der Verarbeitung an. Und obwohl wir hier über ein 400-Euro Smartphone reden, muss man natürlich, wie auch schon jetzt bei den ganzen letzten Modellen in diesem Jahr sagen, die Verarbeitung ist super, die Haptik ist wirklich sehr gut, es fühlt sich hochwertig an. Und Aluminiumrahmen, Glas auf der Front- und Rückseite, ja, es fühlt sich wie ein Flaggschiff in diesem Sinne an. Man erkennt jetzt nicht, ob man hier ein Modell für 400 oder 800 Euro in der Hand hat. Das muss man den Herstellern lassen. Hier hat sich in der Preisklasse für 300 bis 400 Euro sehr viel getan. Und sie sind natürlich auch extrem hochwertig geworden. Plastik sieht man so gut wie nicht mehr. Das Display ist meiner Meinung nach wirklich gut. Ich würde es nicht als extrem gutes Display bezeichnen, aber als solide. Es ist natürlich ein LCD-Display und kein OLED-Display wie bei den Flaggschiffen. Man sieht den Unterschied. Ich habe es auch immer mal wieder mit einem OnePlus 6 verglichen, welches ungefähr gleich groß ist, die gleiche Auflösung besitzt, allerdings ein OLED-Display besitzt. Und das war dann bei Punkten wie Helligkeit und Farben natürlich ein bisschen besser als das Mate 20 Lite. Kostet aber im Endeffekt, das muss man natürlich auch klar dazu sagen, ein bisschen mehr. Aber für diese Preisklasse, wie gesagt, würde das Display für mich persönlich immer noch in Ordnung gehen. Das Gleiche trifft für mich persönlich auf die Performance des Gerätes zu, mit der war ich wirklich sehr zufrieden. Es steckt ja der neue Kirin 710 in dem Gerät. Das ist das erste Smartphone in Deutschland mit diesem neuen Mittelklasse-Prozessor von Huawei auf dem Markt. Der hat sich im Alltag wirklich gut geschlagen. Ich weiß es nicht, wie das Modell mit einem Snapdragon SoC laufen würde, mit dem 710 von Qualcomm, aber ich persönlich war sehr zufrieden und fand die Performance ungefähr auf einem Level, sogar mit dem P20 Pro von letztem, vom Frühjahr. Also die haben sich jetzt nicht wirklich viel genommen, wenn es um das Öffnen von Apps und so weiter geht. Es ist nicht die beste Performance auf dem Markt. Ich glaube aber weiterhin, dass das an der Emotion UI liegt, zu der ich später nochmal komme. Aber im Großen und Ganzen bekommt man hier eine Performance geliefert, die man in dieser Preisklasse auch erwarten kann. Das ist kein OnePlus oder Pixel Niveau, aber diese Modelle sind wie gesagt teurer. Aber für mich persönlich geht das noch in Ordnung. Was allerdings meiner Meinung nach wirklich sehr gut war, ist die Akkulaufzeit. Es gibt 3750 mAh. Das alleine sagt jetzt natürlich nicht viel, denn das Display ist auch sehr groß. Wenn man es aber mit einer moderaten Display-Helligkeit nutzt, und ich habe das so mit 70% genutzt, dann kommt man damit sehr gut über den Tag, oder zumindest ich kam persönlich sehr gut über den Tag. Wenn man natürlich ein bisschen spielt oder Videoaufnahmen macht, geht der Akku schneller leer. Wenn man aber viel twittert, E-Mails liest, beantwortet und so weiter macht, dann reicht das Modell, glaube ich, sehr gut für einen Tag aus. Ich würde vielleicht auch noch ab und an über einen zweiten halben Tag kommen. Zwei volle Tage sind für mich persönlich nicht drin. Aber was mir persönlich auch immer nur wichtig ist, komme ich mit meinem Nutzerverhalten über den Tag? Das kam ich mit dem Mate 20 Lite, von daher geht das für mich persönlich in Ordnung. Wenn wir über ein Huawei-Modell reden und der P- oder Mate-Reihe reden, dann haben wir in den letzten Jahr oder beziehungsweise seit gut einem Jahr natürlich auch das Thema Kamera im Hinterkopf. Natürlich gibt es auch hier die AI-Funktion, die dann ein bisschen das Bild verbessert beziehungsweise im Endeffekt auch nur viel Sättigung in das Bild reinballert. Aber im Großen und Ganzen denkt man natürlich gerne, okay, das ist ein Mate 20. Das Mate 20 Pro wird eine Triple-Kamera besitzen, das normale Mate auch. Sie werden wahrscheinlich sehr gute Fotos machen wie das P20 Pro. Das Mate 20 ist vermutlich weit davon entfernt, zumindest ist es weit vom P20 Pro entfernt. Es ist wirklich ein Mittelklasse-Smartphone. Es hat eine Dualkamera, ja, es hat auch einen mittelmäßigen Bokeh-Effekt, ja, aber ich hatte oft bei Bildern auch das Problem, dass sie ein bisschen überbelichtet waren. Es ist wie so oft, wenn man in dieser Klasse, in dieser Preisklasse ein Bild macht bei wirklich sehr guten Lichtbedingungen, dann wird man auch ein sehr gutes Bild dabei bekommen.
Wenn es aber dann ein bisschen schwieriger wird, wenn man ein bisschen Gegenlicht hat, wenn man ein bisschen in dunkleres Licht geht, dann sind die Aufnahmen meiner Meinung nach nicht immer so gut und dann sieht man auch ganz klar den Unterschied zwischen Mittelklasse und Flaggschiff. Das sollte man hier bedenken, es ist kein K.O.-Kriterium für das Mate 20 Lite, aber die Kamera ist jetzt auch nicht unbedingt der große Pluspunkt, den man vielleicht erwarten könnte, wenn man an ein Mate 20 denkt und daran denkt, dass Huawei viel Wert auf die Kamera gelegt hat in den letzten Monaten. Bei Mate 20 hat man aber meiner Meinung nach eine eher mittelmäßige Kamera verbaut. Einer meiner größten Kritikpunkte beim Mate 10 Lite von letztem Jahr war, dass es kein NFC und kein 5 GHz WLAN gab. Das wurde nun glücklicherweise endlich hinzugefügt. Leider gibt es aber immer noch keine IP-Zertifizierung und auch noch keine Stereo-Lautsprecher, was ich persönlich wirklich sehr schade finde, denn Stereo-Lautsprecher sind in dieser Größe wirklich ein, ich will nicht sagen muss, aber für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn der Lautsprecher, den das Mate 20 Lite besitzt, ist jetzt auch nicht extrem gut und auf so einem 6,3 Zoll großen Display schaut man natürlich auch gerne mal das ein oder andere Video und das finde ich persönlich sehr schade, denn Stereo-Lautsprecher sind in der heutigen Zeit vor allem mit so einer breiten Notch nicht unbedingt das große Problem, auch nicht in einer Preisklasse für 400 Euro, das haben wir auch schon gesehen. Von daher würde ich mir dann wirklich wünschen, dass wenn ein Mate 30 Lite kommt, dass das dann endlich auch Stereo-Lautsprecher mitbringt. Es gibt nun statt Aluminium wie beim Mate 10 Lite auch eine Glasrückseite. Man geht also mit dem aktuellen Trend von 2018 mit, aber man verbaut auch hier kein Qi. Damit habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht bei diesem Modell gerechnet, denn das haben wir auch schon im P20 nicht gesehen. Das werden wir vermutlich im Mate 20 sehen, aber im Lite-Modell hat sich Huawei dann doch nochmal dagegen entschieden. Wie lautet mein Fazit zum Huawei Mate 20 Lite? Ich bin extrem auf die kommenden Mate 20 Produkte gespannt. Das Mate 20 Lite hat aber höchstwahrscheinlich so gut wie nichts damit zu tun. Es ist Mittelklasse. Es könnte auch ein x-beliebiges Honor Modell sein. Es hat viel gemeinsam zum Beispiel mit einem Honor 10. Von daher ist es natürlich so ein bisschen, dass man versucht mit diesem Namen so ein bisschen die Nutzer auf die Seite zu gewinnen, die dann vielleicht denken, boah, ich bekomme hier ein Mate 20 und das in Zukunft vielleicht für knapp 300 Euro, das klingt doch super. Aber man sollte bedenken, falls ihr dazu gehört und vielleicht tatsächlich überlegt, dieses Modell zu kaufen, ihr bekommt hier keine Flaggschiff-Ausstattung. Ihr bekommt einen Mittelklasse-Prozessor, eine Mittelklasse-Kamera, ein Mittelklasse-Display. Das ist alles nicht schlecht und es gibt meiner Meinung nach auch keine K.O.-Kriterien mehr wie letztes Jahr, von denen aufgrund dessen ich von diesem Gerät abraten würde. Aber man muss wirklich ganz klar bedenken, wenn man dieses Modell kauft, man kauft in der Mittelklasse ein und ich persönlich finde es sogar ehrlich gesagt, dass die 400 Euro schon grenzwertig teuer für dieses Modell sind. Das ist nicht zu viel, aber man muss auch bedenken, dass man für ein bisschen mehr Geld, für 50 bis 100 Euro mehr, bekommt man ein richtiges Flaggschiff, ein OnePlus 6, ein Galaxy S8, teilweise schon fast ein Galaxy S9. Und diese Modelle sind deutlich besser als das Mate 20 Lite. Und man bekommt für ein bisschen weniger Geld ein Honor 10 und so weiter und so fort. Sprich, es siedelt sich so ein bisschen in einer Preisklasse zwischendrin ein, bei der es mir persönlich ein bisschen schwierig fällt, es für knapp 400 Euro zu empfehlen. Es ist gut, man wird damit nichts falsch machen, aber ich persönlich würde tatsächlich noch ein kleines bisschen warten. Man bekommt ja schon jetzt ein Amazon Echo dazu geschenkt. Ich würde noch ein kleines bisschen warten, bis es vielleicht auf 350 bis 300 Euro gefallen ist, der Preis. Ich glaube, das wird im Weihnachtsgeschäft passieren. Aber dann bekommt man hier ein wirklich sehr gutes Mittelklasse-Smartphone. Kein Flaggschiff, kein Mate 20 Flaggschiff, aber ein solides Mittelklasse-Smartphone, mit dem man, glaube ich, nicht falsch macht, wenn man genau weiß, worauf man sich darauf einlässt. Das war es mit meinem persönlichen Fazit und Testbericht zum Huawei Mate 20 Lite. Ich bin jetzt, wie gesagt, wirklich sehr gespannt auf die kommenden Mate-Flaggschiffe in den nächsten Wochen. Am 16. Oktober geht es in London los. Natürlich werden wir auf diesem Kanal dann auch über diese Modelle berichten, falls euch das interessiert. Lasst uns also auch gerne ein Abo da. Falls euch dieses Video gefallen oder vielleicht auch weitergeholfen hat in eurer Kaufentscheidung, dann würde ich mich persönlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.